Der One Piece Manga ist im maximalen Hype. Trotzdem haben wir die Protagonisten und das Geschehen rund um Egghead nach der Pause fast 4 Monate nicht gesehen. Eine so lange Passage, wo wir nicht das aktuelle Geschehen bei den Strohhüten sehen, gab es selten in One Piece. Und da ja auf Egghead das absolute Chaos ausgebrochen ist und jetzt auch noch ausbrechen wird, habe ich euch heute 5 Dinge mitgebracht, die nach der Pause dort um Egghead passieren und enthüllt werden, auf die wir uns massiv freuen können. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also Kapitel 1079 war das letzte Kapitel und es ist im März erschienen, wo wir die Strohhüte gesehen haben. Auf Egghead, das letzte Geschehen, York, die Verräterin der Vegapunks, hat sich enthüllt, hat Vegapunk unten im Keller gefesselt, hatte einen Deal mit der Weltregierung, der aber wohl geplatzt ist, und jetzt hat sie einen Plan B. Das waren die letzten Worte, die wir von ihr gehört haben. Sie hat zurzeit auch die Kontrolle der Seraphim plus Vegapunk und ihr Ort, ihr Aufenthaltsort mit Vegapunk ist zurzeit noch unbekannt. Robin ist die einzige von den Strohhüten, die jetzt irgendwie auf dem Weg ist in den Keller, also die wird wahrscheinlich dort auf York treffen. Aber was ist der Plan B von York, wenn sie nicht den Rücken von der Weltregierung bekommt? Also ursprünglich war der Plan, sie sollte zum Tenryubito, zum Himmelsdrachenmenschen gemacht werden. Die Flotte mit Satoren, mit einem der Gorosei plus Kizaru und wer weiß, wer noch alles dabei ist, sind auf dem Weg. Und eigentlich habe ich gedacht und haben wir uns alle gedacht und York sich auch. Die Seraphims werden übergeben, Vegapunk wird übergeben und fertig. Jetzt wird aber die ganze Insel irgendwie attackiert, dem Meeresboden gleich gemacht. Und deswegen halt, was ist der Plan B? Was hat sich York ausgedacht? Alle mit in den Tod zu reißen? Oder hat vielleicht das Auftauchen des Blackbeard-Piratenschiffs dort vor Egghead, was wir als wirklich letztes gesehen haben von Egghead, das war der maximale Cliffhanger, ein Cliffhanger, auf dem wir schon 3 Monate festhängen, das Blackbeard-Piratenschiff dort, wo die Strohhüte sind. Es ist endlich da, Leute. Die Blackbeard-Piratenbande trifft irgendwie auf die Strohhüte. Vielleicht wurden sie gerufen von York, dass York jetzt einfach Vegapunk, vielleicht sogar auch die Seraphims und selbst halt auch aufs Blackbeard-Piratenschiff übergehen und dann vielleicht sogar noch flüchten, bevor die Marine dort ist. Das wäre richtig krass. Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Auftauchen des Blackbeard-Piratenschiffs der Plan B von York ist. York hat ja auch irgendwie hinter dort die Weltregierung angerufen, immer heimlich, und hat erzählt, dass Vegapunk heimlich forscht. Und vielleicht hat sie da schon den Plan B ausgeklügelt. Ihr dürft nicht vergessen, sie ist immer noch ein Vegapunk. Sie ist intelligent, sie kann vorausplanen und hat vielleicht schon mit dem Verrat der Weltregierung gerechnet und hat deshalb schon ein Blackbeard-Piratenschiff hergeordert. Vielleicht wirklich mit Katharina Devonur und Raffet, nur um die kurz abzuholen. Das wäre auf jeden Fall big und das wird auf jeden Fall enthüllt jetzt nach der Pause. Denn der Reverie-Flashback ist mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, wir kriegen kein Chapter mehr zu der Reverie. Es geht direkt weiter mit Egghead und das ist eine Sache, wo es jetzt wirklich direkt drum geht. Denn das akute Problem der Strohhüte und alles, warum sie jetzt nicht durchziehen können und alles so, bevor da dieser große Vorfall passiert, ist ja, dass sie Vegapunk noch suchen müssen. Und der ist ja nun mal im Keller bei York. Deswegen, das ist eine Thematik, die direkt wieder aufkommt, wenn wir die Strohhüte sehen. Wie aber auch eine Sache, weswegen die Strohhüte wahrscheinlich auch noch aufgehalten werden. Und zwar Bonnie. Bonnie ist gerade im Kuma-Flashback. Sie erlebt gerade die Erinnerung, die Kuma, Bartholomäus Bär, erlebt hat in seinem Leben. Man hat schon einen kleinen Ausschnitt gesehen. Wahrscheinlich war er damals ein Sklave. Irgendwie ist er dann aber auch ein König geworden des Sobe-Königreichs. Und dann irgendwann ist er zu den Revus übergegangen. Und dann wiederum irgendwie hat er sich zum Sklaven, zum willenlosen Cyborg-Sklaven umoperieren lassen. Was ja wirklich ein drastischer Lebenslauf ist. Also, und da bin ich echt gespannt, wie das dann zu diesen Wandlungen kam. Also wie er erstmal vom Sklave dann wiederum zu einem König wurde. Das ist die Frage. Das ist erstmal sehr krass, was ich mir sehr schwer vorstellen kann. Und wenn er Sklave war, natürlich kommt dann irgendwo auch der Hass gegen die Weltregierung, dass er sich natürlich dann auch den Revus anschließt, beziehungsweise mit Dragon dann irgendwie die Revus gegründet hat, ist jetzt nicht so abwegig. Und dass das dann wiederum rausgekommen ist, sozusagen, dass er bei den Revus ein wichtiges Gründungsmitglied ist, aber gleichzeitig König eines Königreichs, das ist natürlich ein extremer Verrat gegen die Weltregierung. Deswegen hat wahrscheinlich die Weltregierung ihm das Ultimatum gegeben. Gib deinen Körper frei zu Experimenten, so mäßig Vegapunk, dass er seinen Körper freigibt, als Cyborg-Prototyp sozusagen herzuhalten. Oder dein Sorbet-Königreich, deine Familie wird umgebracht. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Und natürlich hat er dann selbstlos seinen Körper hergegeben. Aber wie er vom Sklave zum König wurde, das ist halt noch eine Sache, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das passiert sein soll. Was wir aber kriegen, und wir kriegen dann wahrscheinlich auch irgendwie die Verbindung dann zu Bonnie nochmal gezeigt. Sie soll die Tochter sein, aber muss es ja auch noch irgendwo eine Mutter geben und so irgendwie nochmal ein normales Leben, was dann irgendwann mal irgendwie stattgefunden hat zumindest. Also da bin ich echt gespannt und auch wie er Dragon halt kennengelernt hat. Das ist für mich richtig interessant. Wie kam es zu dem krassen Treffen zwischen Dragon? Weil Dragon, Ivankov und Kuma haben zusammen die Revolutionsarmee gegründet. So, deswegen, da muss ein krasses, denkwürdiges Treffen geben. Und auch eine Sache mit dem Kuma-Flashback, da müssen wir leider noch durch. Ich sag leider, weil viele haben jetzt gar nicht so Bock auf diesen Kuma-Flashback. Ich hab Bock, ein krasses, komprimiertes Chapter zu kriegen zu Kuma. Aber das, finde ich, sollte dann auch reichen. Eine Sache, die auch höchstwahrscheinlich enthüllt
wird, jetzt kurz nach dem Flashback, nach dem Reverie-Flashback, nach der Pause, die wir gerade durchleben, ist die Erklärung zu diesem Massenvernichtungslaser, den Vegapunk gebaut hat, den Imsa mal benutzt hat. Die schlimmste Waffe von der Weltregierung eigentlich, wenn man mal Garling, Fiegerland und die Holy Knights mal wegnimmt, so ist, glaube ich, dieser Laser schon das Schlimmste, was die Weltregierung hat an Waffe. Und das hat Vegapunk gebaut. Und wir wissen von Cover-Stories und sonstiges, dass Vegapunk eigentlich Waffen überhaupt nicht befürwortet. Der würde keine Massenvernichtungswaffe herstellen. Deswegen, irgendwo, irgendwie wurde er hinters Licht geführt von der Weltregierung, diese zu bauen. Kann er diese kontrollieren? Kann er diese abschalten? Kann er die irgendwie wieder der Weltregierung wegnehmen? Und die Erklärung dahinter, wie das dazu kam, wo diese Energie auch herkommt, weil das Energieproblem ist ja immer noch da in der One Piece Welt sozusagen, und das ist eine Energie, die einfach eine ganze Insel auslöscht, wurde die irgendwie umgangen? Diese antike Lösung, die im antiken Königreich benutzt wurde, hat Vegapunk das geknackt, dieses Problem irgendwie mit dieser Waffe? Er muss sich auf jeden Fall erklären, denn das kann sein, dass dieser Laser jetzt auch über Egghead dann schwebt, dass der Himmel sich zuzieht, dunkel wird. Könnte sein. Eine Sache, die ich mich am meisten, glaube ich, freue, jetzt die enthüllt wird, ist, wenn Vegapunk, wenn wir das hoffentlich nochmal sehen, wenn Vegapunk jetzt nicht von Blackbeard entführt wird und gar nicht mehr auf Ruffy trifft, aber Vegapunk hat per Cam, per Übertragung dort in dieser Zentrale, hat er gesehen, wie Ruffy Gear 5 einsetzt, wie die Nika-Nika-Frucht erweckt im Kampf gegen Rob Lucky, und er war völlig aus dem Häuschen. Er hat diese Frucht noch nie in Action gesehen. Er hat das Buch der Teufelsfrüchte geschrieben. Er kennt diese Früchte alle. Er kennt auch diese Frucht. Er hat sie nur noch nie gesehen. Die Weltregierung ist ja auch immer hinter der Frucht her gewesen und die ist immer wieder der Weltregierung irgendwie abgehauen, als hätte sie einen eigenen Willen, diese Frucht. Deswegen, ich will Vegapunks Take, Vegapunks Worte zu Ruffy. Er hat ja Ruffy nicht einmal mehr wieder gesehen, so. Die konnten sich ja gar nicht mehr unterhalten irgendwie. Und das ist eine Sache, auf die ich mich extrem freue, die jetzt auch höchstwahrscheinlich dann enthüllt wird, wenn Vegapunk irgendwie bei den Strohhüten noch kurz bleibt und gerettet wird. Die Worte von Vegapunk zu Ruffy und dem Nika-Take zu dem Gear 5 Erwachen. Was es damit auf sich hat, eine Erklärung von Vegapunk, das ist mit das Krasseste, auf was ich überhaupt warte. Eine Erklärung zu der Frucht, wie wichtig die ist, warum Ruffy zu Joyboy wurde, kennt Vegapunk da irgendwelche Infos, was hat es mit der Frucht auf sich? Eine ganz besondere Frucht, und Vegapunk weiß das, er hat es auch gesagt, deswegen sein Take zu Ruffy, zu dieser Frucht. Vielleicht kennt er auch mehr, dass Ruffy der aus der Prophezeiung ist, so dass es klar war, dass er sie ist, oder vielleicht kennt er schon mehr Infos dazu, und da bin ich wirklich gespannt drüber, was weiß Vegapunk über diese Frucht? Und das ist eine Sache, die wird enthüllt, wenn Vegapunk jetzt nicht entführt wird von York und den Blackbeard-Piraten oder von der Weltregierung mitgenommen wird, so dass Vegapunk nicht mehr Ruffy trifft, dann kriegen wir das nicht, aber im Normalfall wird das zu 100% jetzt enthüllt, so. So, und die größte Sache, die schon seit Monaten angekündigt wird, schon länger, schon 4 Monate ist es angekündigt, der Egghead-Vorfall. Der Erzähler hat sozusagen aus der Zukunft gesprochen, zu uns, dass der Vorfall auf Egghead Island die Welt schockieren wird. Etwas wird dort passieren, und natürlich, jetzt schon, das Blackbeard-Piratenschiff ist da, die Strohhüte sind da, die CP0 ist da, eine riesige Flotte mit einem Gorosei höchstpersönlich, der niemals sonst Mary Joa verlässt, ist dort auf dem Weg. Mit Kizaru, dem wohl gefürchtesten Admiral, Leute, den wir seit Sabaody immer so als Übergefahr im Kopf haben, der ist auch auf dem Weg. So, gleichzeitig kriegen wir alles enthüllt noch, jetzt von Sabo zu Dragon. Shanks wollte gerade aufbrechen von Elban, ist auch noch ein Faktor, den man vielleicht berücksichtigen sollte, dass der vielleicht noch auftaucht. Also es könnte dort sowas Krasses passieren, und das werden wir jetzt in naher Zukunft erleben, Leute. Deswegen, das Jahr 2023, die nächste Hälfte des Jahres, wird manga-technisch One Piece einfach nur abreißen. Nicht nur anime-technisch, so Anfang August kommt die G5-Folge, das wird auch natürlich ein maximaler Hype, das Internet wird brechen, die Netflix-Serie, die auch kommt, wo man auch natürlich skeptisch ist und so, aber der Manga wird abreißen das nächste halbe Jahr. Der Egghead-Vorfall wird sowas von geisteskrank. Ich bin gespannt, ob wir da einen krassen Kampf sehen oder mehrere Kämpfe, ob es wirklich ein Vorfall ist, ein Ereignis, so der Laser oder Blackbeard ist da und haut auf den Putz, irgendwie sowas, was die Welt schockiert. Vegapunk wird umgebracht und es wird in die Welt ausgestrahlt oder irgend sowas gestört Krasses, könnte ich mir vorstellen, oder die Holy Knights werden direkt eingesetzt, das ist halt auch noch eine Idee, sie leicht als Übergefahr anzuteasen im Reverie-Flashback und jetzt hier in der Gegenwart bei Ruffy dann dort zu demonstrieren, wie stark die wirklich sind. Wäre auch eine Art und Weise, wie Oda das oft macht. So, jetzt seid ihr aber gefragt, welche Dinge erwartet ihr noch geisteskrank jetzt nach dem Reverie-Flashback, nach dem Monat Pause, den wir haben, Leute? Schreibt es in die Kommentare, ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.